Leute, du hast gesagt, willkommen zurück zu Ayoki Game Master. Leute, in der letzten Folge haben wir Mecken ja wieder mit der Drohne überwacht. Also, sie war wieder aus dem Spielplatz. Also, wie letztes Mal ja eigentlich auch schon, Leute. So, ich dachte, ich mache jetzt einfach mal die Kamera an. Ihr seht, es ist wieder sehr, sehr dunkel hier. Oder? Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr dunkel. Es ist noch dunkler, weil ich das Licht ausgemacht habe. So, Leute, ich habe das Licht vergessen anzumachen. Also, ausgemacht habe ich es ja nicht, das war ja davor eigentlich nicht an, aber ja, Leute, ich dachte, ich mache mal nochmal ein neues Video, weil dass wir vielleicht nochmal irgendwas machen. Ich habe halt keine Ahnung, was wir machen sollen, aber vielleicht irgendeine Challenge. Vielleicht dachte ich mir, dass das heute mal kein Mecken-Video wird, dass ich hoffe, dass das Mecken uns dann auch für immer in Ruhe lässt. Und ja, Leute, also soweit alles klappt, dann könnten wir jetzt so langsam mal andere Challenges machen. Das wäre doch gut. Und Leute, das wäre doch sicher für jeden gut. Also auch Abwechslung für euch. Also ich denke, für mich wäre diese Abwechslung auch mal ganz gut. Also, ja, vielleicht mal so eine Challenge mal wieder nach langem. Würde uns einmal ganz gut tun. Also mir würde es mal gut tun, wenn ich sowas mal wieder machen würde. Und euch als Zuschauer wird es bestimmt auch gut tun, wenn ich sowas mal wieder machen würde. Würde ich mir das sagen, aber ja, Leute, ich weiß nicht, aber soll ich irgendeine normale Challenge machen oder irgendeine 3-Nacht-Challenge? Ich habe keine Ideen. Ich habe jetzt einfach nur so die Kamera gemacht aus irgendeinem Grund. Ja, muss ich jetzt noch überlegen, was für eine Challenge machen wir am besten. Warte. Mein Handy hat gerade vibriert. Ich muss mal kurz gucken, ob es vielleicht irgendwas Wichtiges ist oder irgendeine wichtige Nachricht. Oder vielleicht irgendein wichtiger verpasster Anruf oder so. Ich guck mal, Leute, ich guck mal gerade kurz, was das ist. Okay. Anmachen. Ja, warte, ist eine WhatsApp-Nachricht. Also ist eine Nachricht von irgendjemandem. Vielleicht von Gamey. Vielleicht sieht Gamey ja mal wieder in Schwierigkeiten, Leute. Könnte schon sein, weil wäre jetzt nicht das erste Mal, dass er in Schwierigkeiten stecken würde. Gucken wir mal, von wem es ist. Und oh. Leute, ihr werdet nicht glauben, von wem die Nachricht ist. Leute, echt. Dreimal dürft ihr raten. Ihr dürft genau dreimal raten, von wem die Nachricht jetzt ist, die gerade gekommen ist. Ja, Leute, und zwar ist sie von niemand Geringerem als von Mecken. Ja, Mecken hat mir gerade geschrieben. Ja, ich würde sagen, ich lese euch am besten direkt mal vor, was sie geschrieben hat, und antworte ihr am besten direkt mal. Und zwar, Leute, hat Mecken geschrieben: Hallo Nevio, ich wollte dir nur eben sagen, dass ich Deutschland verlassen werde. Also genau wie wir es eben besprochen haben. Wir haben eben noch darüber gesprochen, ob sie Deutschland verlassen wird, und dann auf einmal schreibt sie uns das. Leute, das ist doch echt krank, Leute. Ich weiß nicht, was dann jetzt schreiben. Ich weiß nicht, wird ein einfaches Okay reichen oder soll ich noch vielleicht ein bisschen intensiver irgendwas schreiben? Ich schreibe mal, oder vielleicht Okay mit einem Fragezeichen. Ja, weil ich meine, was soll ich sonst antworten? Was anderes fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht ein, oder Leute, wird euch irgendwas einfach, was ich darauf antworten sollte? Okay, Leute, sie schreibt. Okay, Leute, ich bin gespannt, dass wir jetzt darauf schreiben. Okay, Leute, Leute, in der Zeit, wo sie schreibt, könnt ihr mal einen Daumen nach oben auf diesem Video da lassen und abonniert diesen Kanal. Ich bin nämlich momentan kurz seit 100 Abonnenten. Das heißt, dass ich dich und Ganze nicht mehr belästigen werde. Hä, wie Ganze? Meint sie Gamey? Sie meint doch Gamey, oder? Okay, Leute, jetzt schreibt sie. Ich bin sicher, die schreibt jetzt Gamey oder Gamer. Ich bin sicher, dass sie sich jetzt korrigieren wird. Ihr seht jetzt geschrieben, Sternchen, Gamey, Sternchen, also, weil ich mal Ganze, ja, wahrscheinlich war es die Autokorrektur, die Ganze irgendwie aus dem Wort gemacht hat. Ne, Leute, aber es ist okay, also sie wird uns nicht mehr belästigen, weil sie ja scheinbar in ein anderes Land auswandert. Ja, Leute, was sagt man dazu? Das ist ja das, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Dann haben wir ja eigentlich erreicht, was sie erreichen wollten. Sie will uns nicht mehr belästigen. Leute, einmal Applaus dafür, das ist doch eigentlich gut. Ja, das muss ich Gamey gleich erzählen, wenn er kommt. Ich bin sicher, Gamey wird toben vor Freude. So, das schreibe ich jetzt mal. Das ist doch gut, weil Leute, das ist wirklich gut, dass sie uns jetzt nicht mehr belästigen. Weil ich meine, endlich, ja, endlich nach Wochen, wo die uns terrorisiert hat, wird sie uns jetzt endlich nicht mehr zur Last fallen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie fröhlich ich da gerade bin, oder? Okay, Leute, Mecken schreibt. Okay, Leute, ich bin gespannt, was schreibt Mecken jetzt aus? Jetzt, was wird sie uns jetzt sagen? Ich habe gemerkt, dass es nichts bringt, meine Zeit an euch zu verschwenden. Deswegen werde ich mich wichtigeren Sachen widmen. Okay, Leute, sie schreibt noch was. Dann habt auch ihr eure Ruhe.
Ja, Leute, das ist doch perfekt, weil, wie gesagt, das, also, wie sie es ja auch gerade sagt, dass wenn sie ja Deutschland verlässt und sich wichtigeren Sachen widmet, wie sie sagt, ob sie das wirklich tun wird, ja, ist ja jetzt mal so dahingestellt. Aber Leute, ich meine, für uns wäre es gut, weil wir hätten dann unsere Ruhe. Ich glaube auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall Party machen. Safe, also wenn die weg ist, Leute, dann wird hier eine richtige Party steigen. Ich meine, die ist uns in den letzten Wochen nur zur Last gefallen. Ich meine, denk mal nach, was die alles gemacht hat. Die hat uns brutal K.O. geschlagen. Die hat mich entführt und wollte mich, glaube ich, wirklich, die wollte mich töten sogar. Also, das war richtig krank gewesen. Das war echt krank, was die in den letzten Wochen gemacht hat. Leute, ist doch gut, dass sie jetzt endlich weg ist. Und Leute, ich denke, das werde ich hier auch schreiben. So, ich habe jetzt geschrieben, ja, das werde ich Gamey erzählen, dann feiern wir eine fette, fette Party. Leute, stimmt auch, genau das werden wir auch machen. Wir werden dann erstmal eine fette Party feiern. Das ist das Erste, was wir machen werden, ist eine richtig, ja, das ist eigentlich sage ich, eine richtig kranke, fette Party zu feiern. Also Leute, wenn sie dann endlich weg ist oder sie Deutschland verlässt, was ja wahrscheinlich dann bald geschehen wird. Okay, Leute, sie schreibt wieder. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was schreibt sie jetzt. Okay, Leute, komm, ich verabschiede sie jetzt schon. Leute, was kommt noch? Wird sie noch irgendwas schreiben oder so? Aber, Leute, ist egal, wir werden es ja jetzt sehen. Dann verabschiede ich mich schon mal von euch und ein schönes Leben noch. Ja, okay, Leute, das ist doch perfekt. Ich werde jetzt noch meine Koffer fertig packen. Oh mein Gott, Leute, ich schreibe. Okay, ich schreibe. Das ist doch perfekt, Leute. Alles klar, ich schreibe da mal. Ja, okay, viel Spaß noch. Dann wünsche ich ihr jetzt mal noch viel Spaß beim Koffer fertig packen. So, Leute, ja, okay, viel Spaß. Noch, dann wünsche ich ihr jetzt noch viel Spaß bei ihren Koffern zu packen, weil ich meine, ich will ja dann schon vielleicht noch so ein bisschen freundlich sein zu ihrem Abschied, auch wenn sie nicht sehr freundlich ist. Aber trotzdem versuche ich ja noch. Vielleicht noch so, ja, mich so ein bisschen gut, ja, in Anführungszeichen, zu verabschieden. Okay, Leute, sie schreibt. Leute, was sie jetzt schreibt, das ist ja eigentlich ja schon offensichtlich, was sie schreibt. Mehr, da brauche ich ja eigentlich nicht mehr zu raten. Ich bin sicher, ja, ihr wisst es wahrscheinlich auch schon, was sie jetzt schreiben wird. Und, Leute, was hat sie geschrieben? Sie hat Danke geschrieben. Ja, okay, Leute, dann schreibe ich mal noch so bitte und dann. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dann setzen wir jetzt mal ein Ende hinter diese Geschichte. Bitte. Ja, okay, Leute, ihr seht, sie hat es auch schon direkt gelesen. Ja, doch, ich glaube, sie antwortet jetzt auch nicht mehr, oder? Sie ist noch online, aber auch keine Ahnung, vielleicht schreibt sie jetzt noch mit irgendjemand anderem oder es hat es noch nicht ganz aktualisiert oder sie ist noch nicht dazu gekommen, vielleicht aus WhatsApp rauszugehen oder irgendwie ihr Handy auszuschalten, kann ja sein. Oha, Leute, jetzt ist sie offline. Also Leute, seht, sie ist offline jetzt, also jetzt ist es wirklich so, jetzt schreibt sie wirklich gar nichts mehr, sie meldet sich jetzt auch gar nicht, also gar nicht mehr, sie ist jetzt offline gegangen. Leute, ihr wisst jetzt, was das heißt, dann ist jetzt das mit dem Hacken erstmal zu Ende. Leute, dann wird sich jetzt auch in unserem Leben ein neues Kapitel öffnen und Leute, wir werden jetzt erstmal fett, fett Party feiern nach dieser Folge. Leute, das war so krass mit Megan, also Megan will jetzt wohl anscheinend Deutschland verlassen, sie ist jetzt wohl irgendwie gerade auf dem Weg zum Flughafen. Leute, jetzt macht alles Sinn. Deswegen hat sie uns ja auch undercover nach einem Flughafen gefragt, weil sie wohl nicht wusste, wo einer ist. Da hat sie uns halt wohl irgendwie gefragt, weil sie aber sonst keine anderen Freunde hat. Was ja auch irgendwie verständlich ist bei ihrem Verhalten. Aber Leute, was machen wir jetzt? Megan wird sich wohl jetzt verziehen. Keine Ahnung, für immer. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt für immer verziehen werde. Keine Ahnung, ja, irgendwie fühlt sich das gerade schon ein bisschen komisch an, Leute. Ich bin überfragt, was soll ich jetzt machen? Ich und mein Kopf sind überfragt, Leute. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was soll ich tun? Soll ich sie abhalten oder soll ich sie nicht abhalten? Oder am besten, ich mache da so eine Abstimmung draus. Und zwar, Leute,
So, Leute, ihr habt jetzt die Wahl. Soll ich Megan abhalten davon, Deutschland zu verlassen, oder soll ich sie einfach machen lassen, Leute? Schreibt also nicht in die Kommentare, sondern wählt jetzt bei dem Community-Beitrag aus. Also Leute, bis zur nächsten Folge und Peace out.